Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Live in the Woods. Heute mit der Erkenntnis, dass es alleine dann doch etwas länger dauert als gemeinsam. Das liegt nämlich daran, dass meine Serverkollegin frecherweise einfach ein paar Tage außerhalb verbringt, auch außerhalb von Minecraft, und mich hier zurückgelassen hat übers Wochenende. Ja, gemein, ne? Und deswegen, ja, bin ich nicht so weit gekommen, wie ich eigentlich dachte, dass ich am Wochenende kommen würde, aber so ist das eben manchmal. Ich zeig's trotzdem mal. Na, also, ist ja nicht so, dass ich gar nichts gemacht hätte, ne? Und am besten sieht man das natürlich von oben. Da gehen wir auch gleich mal hin. Ja. So, hier ist noch gar nichts passiert. Und das hier ist jetzt leergeräumt. Ja, bis auf diesen großen Tempel da, da bin ich noch nicht ganz vorangeschritten. Das ist nämlich ein bisschen ätzend da drin. Und jetzt extra nochmal für die Bonnie, weil sie gefragt hatte, gucken wir uns nochmal den Engel an, der von meinem, ja, Kampf mit dem Hai berichtet. Also ein Herzchen, ein rotes Herzchen. Ja, drin ist nichts mehr. Ja, leider habe ich übrigens bei der Hai-Attacke einen Rucksack verloren, und zwar den großen Rucksack. Ist jetzt zum Glück nicht ganz so dramatisch, aber ist ein bisschen ärgerlich. Das liegt daran, weil der Rucksack ja, wenn man ihn aufgesetzt hat auf den Rücken, einen eigenen Inventarslot belegt. Und ja, hier nur das ganz normale Minecraft-Inventar plus eben normale Rüstung dann wiederhergestellt wird. Und wenn man halt noch einen Rucksack dabei hatte, der ja noch ein anderes Inventarplätzchen eigentlich hätte, ja, dann ist der verschwunden. Also niemals mit vollem Inventar sterben mit Rucksack drauf auf dem Rücken. Nur mal so als Tipp. Für euch, falls ihr das auch mal vorhabt. Ja, ich bin immer noch ein bisschen zögerlich, was es anbelangt, euch jetzt eine ganze Folge hier mit Abbau von Erdblöcken und dem Wiedereinsetzen zu zeigen, und deswegen mache ich es auch nicht. Ich hatte nämlich noch was entdeckt, nämlich, falls ihr euch entsinnen könnt, in der vorvorletzten Folge, glaube ich, habe ich mich ja aufgemacht in Richtung hier unserer Ausgrabungsstätte. Ja, und auf dem Weg dahin, den habe ich tatsächlich zu Fuß bestritten, also nicht geportet oder so, habe ich tatsächlich noch was gefunden. Und ich finde, es ist irgendwie jetzt so ganz praktisch, damit ich auch mal was anderes sehe als ständig diese Ausgrabungsstätte da, wenn wir uns das hier einfach mal angucken gehen. So, gehen wir nochmal an die Futterkiste und nehmen nochmal hier ordentlich ein paar Hamburger mit. So, und in welche Richtung müssen wir? Ich glaube. Nach da? Nö. Nach da? Oh, ich habe Weizen geerntet. Mein Gott, Hilfe! Was drücke ich denn da für Tasten? So, jetzt mal von vorne. Wir müssen so in etwa nach da. Nein, ich möchte ihn jetzt nicht aufsammeln. Ich tue einfach so, als wäre nichts gewesen. Ich habe gar nichts gesehen. Ja, die Umgebung sieht hier auch schon ein bisschen bizarr aus. Also hier war auch mal Erde drauf. Da haben wir schon ein bisschen was abgetragen, beziehungsweise meine Kollegin. Da seht ihr vielleicht noch diese Bäume. Oder auch hier glatt gezogene Kanten. Hier hat jemand mit, ja, spitzer Schaufel gearbeitet, mit scharfer Schaufel. Ja, wo wir den Sand her haben, das zeige ich euch lieber nicht. Das sieht nämlich ganz gruselig aus. Da ist eine halbe Küste verschwunden. Ja, so ist das halt. So, jetzt müssen wir dann nur noch wieder hinkommen in einer annehmbaren Zeit. Ich hatte gar nicht geguckt, wie weit das weg ist. Na, schauen wir mal. Reisen, ja, das haben wir ja drauf inzwischen. Das können wir. Und dank meiner Flossen kann ich auch wunderschön jetzt hier durch das Wasser. Das spart echt Zeit. Ups. So, das ist vielleicht ein bisschen zu steil. Das ist zu wenig. Also so in etwa. Das ist unser Kurs. Und jetzt wieder. Hui. Na, hi. Irgendwo einer da. Kleines Wettschwimmen. Mit Flipper vielleicht? Ach nee, Delfine gibt es hier ja keine. Ja, und ich habe immer noch keinen Spawner gefunden für diese Anglerfische. Schade. Aber kommt vielleicht auch noch. So, nein, durch den Matsch gehen wir nicht heute. Heute mal nicht. Ausnahmsweise. Wir gehen hier oben lang.
So, ein kleines Wäldchen. Wobei, streicht klein, sowas gibt es ja hier, glaube ich, in Life in the Woods nicht. Also kleine Wäldchen. Das ist wahrscheinlich wieder ein Riesenwald. Aber ich glaube, das passt schon alles. Auch mit der Zeit kommen wir hin. Ui. So, und jetzt ist es auch mal wieder an der Zeit. Dunkel-orange Ringelblume, dass ich auf den Atlas schaue. Oh, die Strecke stimmt. So, und wenn wir jetzt hier übers Wasser gehen, schnorcheln, was auch immer, könnten wir uns ein bisschen Zeit sparen, glaube ich. Ja, das sieht recht flott aus. Diese Seerosenblätter im Weg. Ja. Ja, schwimmen wir jetzt auf so ein fahles Biom zu oder wie auch immer man diese Farbe bezeichnen soll, so ein Sumpf mit einem Loch gleich am Einstieg, habe ich schon gesehen, keine Sorge. Ja. Matsch. So, da werde ich dann mal außen rum gehen müssen. Okay, das war jetzt kontrolliert. Ich habe schnell geguckt, wobei ich so schnell nicht hätte reagieren können, wenn es jetzt tatsächlich was Tieferes gewesen wäre, so wie das hier. Aber ich glaube, im Sumpf auch ist ja relativ sicher. Wobei, das haben bestimmt schon viele Leute gesagt. Ach ja, im Sumpf, das ist relativ sicher. So, hier können wir wieder unsere tolle Schwimmstärke zum Einsatz bringen. Denn ich möchte mir auch keine Boote mehr bauen, mit denen habe ich ja wirklich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Dann nehmen wir lieber hier unsere Flossen. Mal gucken, wir sind jetzt schon, ja, wie lange sind wir denn unterwegs schon? 7 Minuten ungefähr sind wir unterwegs. Okay. Ah, könnte noch hinhauen. Ich hatte es ja schon mal erwähnt, auf dem Atlas sehen die Entfernungen oft gar nicht so schlimm aus, wie sie dann sind, durch die, ja, durch den Maßstab. Ist dann doch ein Stück. Hallo Pferd. Ja, wie immer, Pferde gibt es ja hier in Massen. Aber ja auch schon festgestellt. So, mal hier in diesen roten Wald da mal reingehoppelt. So. Jetzt hänge ich hier fest. Okay, dann gehen wir halt hier lang. Und rauf auf den Hügel. Ah, hier scheint unten der Herbst ein bisschen weiter fortgeschritten zu sein in diesem Gebiet. Das ist jetzt selbst für mich zu krass zum Springen. Dann müssen wir halt außen rum gehen. So, jetzt sind wir schon mal hier. Danach da und da und da und dann passt das. Ja, durch diese ganze ja, Bastelei an dieser Atlantis-Stadt bin ich jetzt auch zum Glück noch nicht dazu gekommen, mich mit der neuen Version von Life in the Woods zu beschäftigen. Ja, ihr merkt schon, ich schiebe das auch so ein bisschen vor mir her. Ich bin da nämlich so ein bisschen ungeduldig. Wenn das dann nicht alles auf Anhieb funktioniert, dann bin ich etwas ungehalten. Vor allen Dingen, weil ich dann auch nicht so wirklich weiß, ob ich es dann wieder hinkriege, wenn irgendwas nicht läuft. Denn eine Ahnung habe ich von diesen ganzen Einzelmods und ja, nicht wirklich. Aber es besteht ja auch nun keine, ja, keine Eile. Ist ja nicht so, dass das Spiel ständig abschmieren würde oder so. Nur manchmal. Und von daher, no, warten wir mal noch ein bisschen. Vielleicht erst nächstes Wochenende dann. Mal gucken. Wie ich halt Lust habe.
Oder ob ich mich aufraffen kann. Ich glaube, das ist der bessere Ausdruck dafür. Ja, aufraffen. Okay, passt alles. Geben wir mal hier so ein bisschen Gas. Hier sieht nämlich die Strecke ziemlich ungefährlich aus. Da können wir auch mal das Rennen wagen. In die Nacht hinein. Nein, 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 nicht schon wieder Matsch. Davon hatten wir schon genug. Brauchen wir nicht schon wieder. Und jetzt sollten wir doch mal das Bett aufschlagen. Und zwar da vorne auf dem Sand, habe ich mir so ausgedacht. Und zwar nicht den Hamburger aufschlagen. Das bringt nicht viel. Mausrad hängt. Mausrad hängt immer noch. Ja, meine Maus gibt auch langsam den Geist auf, wie ihr merkt. Aber irgendwas ist ja immer. So, weiter geht's. Einmal frisch geschlafen. Ah, mach noch ein Frühstück. Ja, zwei Hamburger, komm, hast dir verdient. So, da war wieder Pferde. Hatten wir auch lange nicht mehr gesehen. Oder sind das Esel? Nein, das sind Pferde. Au, 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 au. Wer? Wo? Au. Was? Ist denn da? Ach, das ist Stachellattich. Was ein Schock. Den erkennt man ja wirklich kaum. Stachellattich. Komisches Zeug. So, dann mal hier hoch. Ja, und jetzt habe ich mich doch ein bisschen, glaube ich, vertan, was die Zeit anbetrifft. Das tut mir schrecklich leid. Naja, wir wollen es jetzt nicht übertreiben. War halt einfach ein bisschen verzockt. Dann machen wir halt zwei Folgen draus. Auch nicht schlimm. Immer noch besser als Blöcke setzen und abbauen. Also denke ich mal. Also das sieht hier auch interessant aus. Auch so ein komisches Zeug hier. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal bewusst ja, vor Augen geführt wurde. Das ist nämlich Loamy Dirt. Sieht so an der Seite aus wie so ein ja, schmieriger Grasblock irgendwie. Also sieht komisch aus. Oh, ein Tannenzapfen. Nein, nein, das möchte ich nie einsammeln. Dann machen wir doch einfach, ja, einfach an dieser Stelle hier mal Ende und ja, machen den zweiten Teil der Reise. Es ist jetzt wirklich nur noch ein kleineres Stück, glaube ich, aber wir müssen uns ja dann noch was angucken. Machen wir einfach in der nächsten Folge. Für mich also mal wieder in, ja, 30 Sekunden, für euch in 24 Stunden sehen wir uns wieder. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut und bis nächstes Mal.